Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In der Vergangenheit haben wir uns immer mal wieder Videos angeschaut, wo Leute World of Warcraft anhand der Unreal Engine erstellt haben oder Szenen aus World of Warcraft vielmehr. Das Ganze wird jetzt auf eine nächste Stufe gehoben oder es gibt einen weiteren Wettbewerber in diesen Darstellungen und zwar Fritz Mulder. Ein, so wie es aussieht, ziemlich neuer YouTube-Kanal. Ich blende ihn hier euch mal ein und hinterlasse auch den Link dazu in der Videobeschreibung, falls ihr seine Karriere, seine Laufbahn mit Interesse verfolgen möchtet. Auf jeden Fall sein erstes Video und bisher einziges Video hat eingeschlagen wie eine Bombe. World of Warcraft in Unreal Engine 5 Westfall. Er hat in einem rund 7-minütigen Video gezeigt, wie Westfall in Unreal Engine 5 aussehen würde. Und ich würde sagen, in diesem Video schauen wir mal so ein bisschen rein und gucken uns die Arbeit des guten Herrn einfach mal an. So, die Musik ist aber ein bisschen laut. Ich mag es nicht, wenn ich so angebrüllt werde. Wir machen sie ganz leise an. So, Westfall. Was ich gelesen habe, er hat wohl rund 3 Monate dafür gebraucht. Und hier sehen wir jetzt die ersten Szenen. Das ist relativ eindeutig ein Mensch in der typischen Rüstung der Stadtwache von Sturmwind und so weiter, der hier über diese Brücke nach Westfall einspaziert. Letzten Endes ist die Frage, oder die ich mir persönlich stelle, ist Westfall das richtige Gebiet, um das Ganze darzustellen? Ich muss tatsächlich sagen, es sieht schön aus, auf jeden Fall, das kann man gar nicht sagen. Also vor allem, wie hier diese Blätter vom Baum wehen oder von den Bäumen wehen und so weiter. Was auch ganz cool ist, ist, dass wir hier mal NPCs sehen. Das war in vielen weiteren Videos, die wir bisher hatten, nicht der Fall. Aber in anderen Videos, die wir aus dieser Engine gesehen hatten, war es oft so, dass die Leute beispielsweise den Frostthron gezeigt hatten oder vorne Orgrimmar dieses Gebilde oder die Riesenmauer am Eingang der Stadt. Und ich finde, das ist halt was, was beeindruckend. Ich finde, das sieht man hier dran ganz gut. Das sieht alles ziemlich schön aus, aber letzten Endes sind es halt Felder und Bäume und so weiter und so fort. Während, wenn du richtig imposante Bauten hast, wie eben die Mauer von Orgrimmar oder der Frostthron, kommt die wahre Power dieser Grafik ein bisschen besser zur Geltung. Das sind aber, wie ich finde, sehr, sehr schöne Shots, die auch trotzdem zeigen, auch die einfachen Dinge in World of Warcraft können sehr, sehr schön aussehen. Und auch hier das ist ein Shot, den ich sehr, sehr nice finde. Ist das dann der Wald von Elwyn? Ich kenne mich nicht so gut aus in den Allianzgebieten, aber könnte ganz gut sein. Hier auch, die Felsen und so weiter, finde ich sehr, sehr nice. Das ist definitiv was, was ich, glaube ich, an WoW am, ich will nicht sagen vermisse, aber wenn man sowas sieht und dann mal vergleicht, wie in WoW wirklich Felsen und Bodentexturen und so weiter aussehen, dann ist das doch schon ein extrem krasser Unterschied. Zum Beispiel das Wasser im aktuellen Spiel finde ich mal gar nicht so schlecht. Oh, das ist ein sehr, sehr cooler Shot. Murlocs, die von hinten gerannt kommen und hier den Menschen verfolgen. Das ist ziemlich, ziemlich witzig und zeigt auch, dass hinter dieser ganzen Geschichte ein bisschen Power steckt, mehr oder weniger. Also stell dir mal vor, in WoW, weiß nicht, da leckt es ja schon, wenn 40 Spieler auf einen Worldboss einprügeln. Also Server leckt jetzt. Also deswegen glaube ich kaum, dass wir mit der aktuellen Engine da diese zigtausenden Murlocs wie hier darstellen können. Aber das ist ein sehr, sehr cooles Bild. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hat irgendwas. Es hört nicht auf. Unendlich viele Murlocs. Hier dann schön reiten am Strand. Vorne auch mit einem etwas bisschen nassen Sand. So, was man auf jeden Fall sagen muss, Respekt. Also ich habe mit sowas überhaupt nichts am Hut. Also, ne, Rendering und was weiß ich alles. Kann ich überhaupt nicht, aber was wie das hier dargestellt wird, die Liebe da drin und so weiter und so fort. Sowas finde ich immer extrem cool.
Wie heißen die Dudes nochmal? Ah, ich komme gerade nicht drauf. Hier eine kleine Hütte. Mit qualmenden Schornsteinen. Und hier eine Planscherei im Wasser. Im Hintergrund angelt jemand. Dann hier Wasserfall. Da muss ich tatsächlich sagen, das Wasser finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so geil. Das ist ein nicer Shot. Weiß nicht, sowas gefällt mir schon. Einfach dieses glänzendere Rüstung. Es sieht alles ein bisschen realistischer aus und so weiter und so fort. In Sachen Animation ist das, glaube ich, aber trotzdem ziemlich nah am Ursprungsspiel dran. Weil das alles halbwegs ähnlich aussieht. Hier auch, das finde ich auch ziemlich, ziemlich cool. Und ich denke, das wäre zum Beispiel auch was, wie wir es hier sehen, was dem Spiel selber ohne Engine-Wechsel extrem viel mehr Immersion verleihen würde. Wenn du teilweise in den Städten einen riesigen Auflauf von Menschen hättest, so wie hier. Ich finde, das sieht ziemlich, ziemlich cool aus. Am Dancen in der Rüstung, Brudi. Very, very flexible boy. Was haben wir hier? Was machen die zwei? Drei, vier. Okay, die waren einfach nur scheinbar am Dancen. Gnolle mit Feuer. Hütten. Eine Mine. Noch das, das ist so was hier mit dem Hintergrund, mit den ganzen Vögeln, das sieht sehr atmosphärisch. Oh, süß, kleine Schweinchen. Das sieht schon sehr idyllisch aus. Also alles in allem. Vom grafischen Niveau her, würde ich sagen, waren die anderen Sachen, die wir gesehen haben, noch ein Tick anspruchsvoller, meiner Meinung nach. Aber nichtsdestotrotz, was dieses hier sehr gut schafft, sonst, oder was dieses Video hier besser macht, ist, dass es wirklich eine eigene Geschichte so ein bisschen erzählt und die Stimmung einfängt aus diesem Gebiet, während die anderen Filme meistens nur eine Anreihung waren von, da läuft einer durch die Gegend und das war's. Also sehr, sehr coole Sache. Ich bin mal gespannt, ob da von dem Herren noch, noch viel, viel mehr kommt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wer weiß, vielleicht irgendwann mal kriegen wir ein Spiel, nicht unbedingt World of Warcraft, aber vielleicht ein Spiel aus dem Warcraft-Universum, was genauso oder vielleicht sogar noch besser aussieht. Warten wir es mal ab. Also, damit danke ich euch fürs Zusehen. Schreibt eure Meinung sehr gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Reingehauen.